Frequenzweiche Mittelton. Ich habe schon wieder vorgearbeitet. So sieht das Ganze aus. Das machen wir jetzt. Wir haben hier hinten die Lautsprecherklemmen. Sind schon da. Und so sieht das Ganze. Ich halte das mal in die Kamera. Groß und klar. Wir haben hier diese zwei Anschlussterminals. Das heißt, hier kommt Plus herein. Und ich schleife jetzt Plus direkt wunderbar hinauf zum Hochton. Und dann zweigt Plus, zweigt hier zu dem 1,5 Ohm Widerstand ab. Dann kommen wir hier auf diese zwei parallel geschalteten, ein Elko und ein Folienkondensator. Und von den beiden gehen wir jetzt über dieses Kabel hier, das ist das Splitted hier, dieses Kabel, mal darüber auf die nächste Spule, diese 0,68 mH, und gleichzeitig über diese 2,2 mH Kernspule runter auf Minus. Hier geht es runter auf Minus. Von der Spule gehen wir dann hier unten auf diese zwei Folienkondensatoren, und mit den Folienkondensatoren gehen wir hier über den Widerstand 0,68 Ohm auf Minus. Das ist das Minus-Terminal, wo man Lautsprecher anschließen. Und gleichzeitig verzweigt hier unten, das sieht man jetzt nicht, gleichzeitig verzweigt hier unten das Ganze mit dem Kabel hier auf diese Spule, die hier da außen liegt, mit der 0,22 mH, wo wir hier auf Minus gehen, Minus vom Mitteltöner, während der Minus, das Minus-Terminal geht direkt auf den Plus vom Mitteltöner, sehen wir hier. Gleichzeitig führen wir den Minus hier hinauf auf dieses Terminal hier, wo wir auch Minus nach oben zum Hochton anschließen. Und gleichzeitig führen wir hier die beiden Terminals runter zum Bass. Der braucht ja auch einen Strom. So ungefähr. Und das bauen wir jetzt. Ich werde das jetzt direkt hier filmen mit der Kamera da drauf, während ich arbeite, weil das macht keinen Sinn, wenn man meinen kahlen Schädel hier die ganze Zeit beim Arbeiten sieht. Ne? Das macht wenig Sinn. So können wir uns besser auf die Arbeit hier unten konzentrieren. Gut, mach mal. Hier seht ihr das Brett. Da haben wir hier schon unsere Plätze für die Spulen. Eine Spule hier, eine Spule hier. Die stehende Spule habe ich schon schön ausgehöhlt. Schön eigentlich nicht, eigentlich schier, hässlich. Ich schäme mich offiziell. Und ich habe hier schon ein Loch gebohrt für dieses Terminal, das wir hier machen. Eine M6 Gewindestange aus Messing. Und die müssen wir jetzt einfach hier nur hineinschrauben in das Holz. Ich habe hier mit 5 mm ein Loch gebohrt und da können wir jetzt M6 das einfach in das Loch hineinschrauben. Das ist jetzt hier drinnen. Schön. Dann müssen wir hier noch zwei Löcher bohren für diese Terminals, damit wir dann die Lautsprecher-Terminals da dran kriegen. Dann bohren wir mal schön hier. Und es ist so, wenn ihr Buche bohrt, dann müsst ihr halt genau bei dem Moment aufhören, wenn es dann durchkommt, weil sonst wird das wirklich hässlich. Also wenn man da durchbricht, und mit einem guten Holzbohrer hat man schon so viel Gefühl, dass man das hinbringt. Ne? Und so kriegt man dann auch ein wirklich schönes Loch zusammen. So, Loch Nummer 2. So, haben wir zwei schöne Löcher. Dann haben wir jetzt hier zwei schöne Löcher. Genau, hier kommen die Terminals hin. Und was wir für den Rest noch alles brauchen, das zeige ich euch jetzt. Das habe ich schon ein bisschen vorbereitet, sonst wird das Video einfach
Da seht ihr zum Beispiel diese zwei Drähte, die von den Lautsprecherterminals dann nach unten zum Bass gehen. Die sind ungefähr 18 cm lang. Dann haben wir hier eine jede Menge kleiner Drähte. So, hier haben wir das Material, das wir brauchen werden. Und das werden wir jetzt jedes einzelne Stück hier zusammen mit den Kondensatoren, den Widerständen und den Spulen auf das Brett drauf montieren. Dann zeige ich euch jetzt einmal hier am Brett, wie da alles so ein bisschen aufgebaut ist. Da haben wir jetzt hier die 0,68 mH Spule, die steht da drinnen. Dann haben wir hier die 2,2 mH, die Eisenkernspule. So. Dann haben wir hier die 0,22 mH Luftspule. Dann haben wir hier diese zwei großen, der 100 Mikrofarad und der 22 Mikrofarad. Die werden wir hier herstellen. Und dann haben wir hier diesen 1,5 Ohm, der wird hierher kommen. Und dann haben wir hier, wieder schau, bleibst du da, Schlingel. So, und dann haben wir hier diese zwei MKTs mit einem MOX-Widerstand 0,68 Ohm. Die werden wir hier so aufeinander packen. In so einem Dreierpack, das kommt hier hin. Genau. Dann werden wir das jetzt hier alles einmal schön montieren. Ja, dann werden wir hier die Spule festmachen. Das heißt, wir tackern hier das mal fest. Jetzt hier zwei so. Dann haben wir das hier schön festzurren. Und dann ist der hier so richtig schön fest. Der kann immer weg. Da machen wir als nächstes die da fest. Das ist die hier. Die mache ich so fest. Da komme ich hier schön mit dem Draht hier weg und hier auch in die Richtung. Dann werden wir das jetzt hier so machen. Mit Kamera ist das schwierig. Man sieht nichts. Ihr seht nichts, ich sehe nichts, keiner sieht was. Boah, ist das Holz da dünn. So, schauen wir mal. Ja. So, jetzt müsst ihr hier das hier schön reindrücken. Und dann tackern wir das hier noch einmal fest. So, dann ist jetzt hier, das ist hier schön in der Kurve drin. Und dann nicht lange rumfackeln, sondern sofort festmachen. Spule bombenfest. Und wer genau schaut, sieht sofort, dass die Löcher auf derselben Höhe sind. Das ist ganz wichtig. So, und dann haben wir hier die dritte Spule, die 0,22 mH Luftspule. So, da werden wir hier unten nach unten anschließen. Unten weg. Und da habe ich ein Loch gebohrt. Und da haben wir hier eine Messingschraube. Die ist wirklich nur aus Messing, also überhaupt kein Magnetismus. Und die ist natürlich viel zu lang. Deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen kürzen. Vorher drehen wir das mal kurz ein bisschen rein, dass das so ein bisschen... Die Buche ist unheimlich hart. Die Buche killt Messingschrauben in 0, nix. So, dann werden wir das jetzt hier kürzen. Das eiert jetzt wie blöd, weil ich das so brutal war. Das ist fest. Alles schön fest. Dann können wir hier die MKTs schon mal ein bisschen vorbereiten. Das sind jetzt hier die 10 Mikrofarad, jeder einzeln. Und die laufen ja parallel. Und die gehen dann über in einen MOX mit 0,68 Ohm. Und deswegen, wir legen die zwei jetzt hier hin auf irgendein Brett. Und werden das jetzt hier sehr schön, ne? Einfach, ihr müsst das wirklich wie seine Flügelmutter. Ja, und ihr müsst die schön festhalten hier und so zudrehen, ja. Man kann das jetzt natürlich schon mal vorlöten, dann ist das ein bisschen stabiler. Die sind jetzt einfach fest beisammen. Und jetzt drehen wir das ganze Spiel um, legen den MOX drauf, den Widerstand. Und jetzt machen wir dieses Zusammenzwirbeln mit drei
Dann werden die drei jetzt hier schön. Gehst du mit? Einer von den dreien ist immer ein Assi. Und das ist schon mal jetzt hier schön, dass das alles gut ist. Und das können wir auch gleich zusammenlöten. Fertig, jetzt haben wir hier alles schön verbunden. Das war das mal hier, ne? Dann können wir den hier so ein bisschen nach oben drehen. So haben wir hier mal auf einer Seite verbunden hier alle drei und hier nur die zwei und der ist getrennt. Wir haben jetzt hier diese zwei Kondensatoren. Das ist einmal ein ELCO, ein Elektrolytkondensator, und einmal ein Folienkondensator, ein MKP. Und da haben wir jetzt ein ähnliches Spiel. Die werden wir auch zusammenzwirbeln. Und das ist jetzt ein bisschen so, der muss jetzt hier liegen, der liegt jetzt da daneben. So, dann würde ich vorschlagen, ich werde jetzt hier vorsichtig die zwei hier mal so zusammenziehen. Nur so ein bisschen. Zange versteckt sich. Wo bist du? Zange! So, dann tun wir hier ein bisschen Lötzinn drauf. Und dann wollen wir jetzt hier, sowas wollen wir nicht, dann wollen wir jetzt hier diesen, ich lege den jetzt hier am Boden da so hin und zwirbel den da jetzt dazu. Und dann verbinden wir das noch mit Lötzinn und dann schauen wir sehr gut aus. So, dann haben wir hier diese drei schön zusammen. Und können die jetzt auch hier aufs Brett montieren. Ihr könnt euch dann schon langsam, könnt ihr dann schon erahnen, wo die Sachen zusammenkommen. Eigentlich so kommt es nicht zusammen, so kommt es zusammen. So, dann brauchen wir wieder Kabelbinder. Ich werde jetzt den Widerstand, den werde ich einfach nur so ankleben. Okay, dann werden wir hier Kabelbinder drauflegen. Ja, und wenn ich mit den Kondensatoren und dem Widerstand fertig bin, komme ich drauf, dass die alle viel zu sehr in der Mitte sind. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr es vielmehr seitlich platziert oder einfach besser auf dem Brett verteilt. Das war jetzt ein glatter Filmriss, technisches Problem, die Kamera ist eingegangen und ihr habt einen Kabelbinder versäumt. So, dann müssen wir hier nochmal tackern. So, hier. Den Widerstand, den klebe ich jetzt hier einfach nur fest. So, und jetzt haben wir hier fast keinen Platz mehr für die drei. Die Armen, die müssen jetzt, die sind jetzt hier zu viel. Ja, das war jetzt ein bisschen nicht so toll von mir. Gut, dann machen wir hier die auch gleich fest. Dazu nehmen wir wieder zwei. Eins. Nummer zwei. So. Das sind jetzt ein bisschen zu weit da rausziehen. Das war zu weit. So, mal hier nochmal an Tacker. Ah, Cherie, bleib fort. Eine große Wurst in die Mitte. Dann zogen wir das Ganze fest. So, dann ist das jetzt hier schön fest. Leider, weiß nicht, ich bin jetzt hier mit der Kamera vor der Nase. Eigentlich sollte das ist jetzt hier alles verschoben. Das ist irgendwie, naja. So, die andere habe ich schöner gemacht. Bei der anderen habe ich mehr Platz lassen. Na egal. Gut, jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir hier einmal das Ganze zusammen montiert, was einmal zu montieren ist. Dann können wir jetzt anfangen, hier den ganzen Krempel zu verbinden. So.
So, und zwar, jetzt haben wir hier alles schön montiert und wir fangen jetzt hier an mit Plus, ja. Wir kommen Plus von dem Terminal, das Terminal ist hier. Von dem kommen wir hier und wir werden hier zwischen den, also wir fahren jetzt hier mit diesem Kabel da unten durch und kommen dann da heraus. Hallihallo. Und wir müssen jetzt das hier so bei dem Terminal ungefähr in der Gegend haben, dass das hier drauf passt. Ja, also nicht so, nicht jetzt hier hinten anziehen und dann komme ich da nicht mehr aufs Terminal. Genau. Und was wir jetzt hier brauchen, der Widerstand, den verbinden wir jetzt hier mit diesem Kabel, das da zum Terminal läuft. Und gleichzeitig verbinden wir das ist eine Dreierverbindung, mit der Plusleitung für den Hochton. Genau das machen wir jetzt. Das müssen wir jetzt hier zusammenfügen mit dem 1,5 Ohm Widerstand. Genau, dann drehe ich das mal um. Mal alles andere hier ein bisschen wegbiegen. Ja, das jetzt hier diese drei werden wir jetzt hier verbinden. Sollten wir hier noch auch sowas wie einen Schrumpfschlauch vielleicht da so ein bisschen heimlich im Petto lassen. Aber der wird sicher schon schrumpfen während dem Löten. Das wird nichts. So, wie soll ich das jetzt machen mit Kamera? Und ich brauche eine gläserne Hand, durch die man durchschauen kann. Ist ganz, ganz schier, was ich da gemacht habe. Das ist Steinzeitlöten. Oh, es ist fertig. Und jetzt kommt der Schrumpfschlauch drüber, der mir auch schon etwas geschmolzen ist. Zu viel Hitzeentwicklung. So, da drauf bitte. Komm, Junge, geh. So, dann haben wir jetzt hier den ersten Schritt gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt hier vom Terminal Plus hinein. Wir marschieren durch diese zwei Kondensatoren durch und verbinden uns hier mit dem Widerstand. Und der Widerstand geht auf diese zwei Kondensatoren drauf und wir kommen jetzt hier heraus, da oben. Und gleichzeitig haben wir jetzt hier für oben schon ein Plus für den Hochton. So. Das heißt, von hier geht es jetzt weiter. Das sieht so ein bisschen aus wie Pippi Langstrumpf. Ja, also ihr müsst hier mal zwei Fahnen. Hallo, ich bin Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf werden wir jetzt hier aufteilen. Wir gehen mit Pippi Langstrumpf hier auf diese Spule. Also wir kommen jetzt hier von den Zweien, gehen auf Pippi Langstrumpf, auf der einen Seite auf die Spule und mit Pippi Langstrumpf auf der anderen Seite hier zu der Spule darüber und verbinden hier. Ja, also hier. Das könnten wir jetzt zum Beispiel schon ganz schnell hier verbinden. Dann mache ich hier Pippi Langstrumpf. Ziehe ich halt auf, steckt das, also müssen wir das zuerst vorziehen. Kann man eigentlich überhaupt generell schon. So, dann werden wir hier Pippi Langstrumpfs Füße hier drum wickeln. Ich stecke jetzt hier die Spule so ein bisschen da rein und zwirbel das da herum. So, und wenn das hier so schön richtig eng drumherum gewickelt ist, dann brauchen wir hier nur mehr mit dem Zinn drauf fahren und das ist alles wunderbar. Und wenn das fest ist, dann ist das hier jetzt ein einziges schönes festes Teil. Ich vergesse jetzt ständig auf die Schrumpfschläuche. So. Dann können wir jetzt hier da wieder zurückgehen mit Pippi Langstrumpf. Dann haben wir hier keine Chance, dass sich irgendwas verbindet. Gut, und dann muss ich jetzt hier eine Verbindung herstellen zwischen der einen Seite der Spule und auf der anderen Seite Pippi Langstrumpf und den Kondensatoren. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so schwierig.
brauche jetzt eigentlich hier nur so, und dann können wir hier eigentlich vom Pipi Langstrumpf einen Zopf abschneiden. Und das hier zusammenwickeln. Gut, jetzt habe ich das hier drauf gewickelt. Das ist nicht sonderlich schön. Jetzt ist mir der schon wieder runtergehupft. So, und jetzt brauchen wir das hier nur festlöten und alles ist gut. So, dann haben wir jetzt hier schön ordentlich angelötet und hier noch die Spule dazu. Das ist jetzt nicht sonderlich hübsch, aber es funktioniert. Genau, also wir haben hier Plus rein, gehen auf den Widerstand durch die Parallel durch und jetzt verteilen wir uns hier auf die Spule hierher und auf diese Spule hierher, die dann auf Minus geht. Hier geht die Spule auf Minus. Wir gehen jetzt von dieser Spule, also wir kommen jetzt über Pipi Langstrumpf auf diese Spule und gehen jetzt von der Spule auf diese zwei Kondensatoren. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich nur, das liegt so schön beisammen schon alles, die da. Und jetzt brauchen wir hier nur ein bisschen Lötzinn drauf tun und gut ist es. Das soll da unten bleiben. Und ich von da unten dran kuscheln. Das war der Deal. Ach ja, jetzt habe ich was vergessen. Da unten habe ich was vergessen. Das habe ich ganz vergessen. Ich muss ja da unten, muss ich hier auf diese Spule. Das habe ich jetzt komplett vergessen. So, wir müssen jetzt hier noch weggehen. Deswegen werde ich jetzt das hier kurz vorziehen. So, damit wir schön vorgezinnt. Und das muss jetzt hier dazu. Jetzt fest ist, dann haben wir hier eine schöne Dreierverbindung. Ja. Und wenn ihr euch jetzt gerade wundert, warum ist denn hier so ein Kreis eingezeichnet, dann ist das deswegen, weil hier ist nämlich Platz für eine 7 cm Luftspule. Kleines Geheimnis. Das wird in einem anderen Video gelüftet. Und dann machen wir hier Platz, dass diese Luftspule hier noch schön herkommen kann. Dann werden wir hier das jetzt wieder so drumherum wickeln. Bisschen drumherum wuzeln. So, dann ist das jetzt hier schön fest. Habe ich den Schrumpfschlauch schon wieder vergessen. Gut, dann machen wir es auf der Classical Way, auf dem klassischen Weg, isolieren mit Coroplast. So. Und von hier kommen wir jetzt direkt auf den Lautsprecher, weil das ist jetzt der Anschluss für den Lautsprecher. Und jetzt dürft ihr nicht vergessen, wir haben bei der Silenus Faber Mittel- und Hochton verpolt angeschlossen. Also das heißt, der Minus vom Lautsprecher kommt auf den Plus. Ja, und wir sind jetzt hier ja Plus. Ne? Also hier Plus, 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 Plus. Und jetzt nehme ich hier den Minus. Schließen wir den Minus auf den, die Plusleitung ist jetzt mit Minus gekennzeichnet. Dann ist das einfach richtig, wenn man anschließt. Ist alles gut. Hat man keine Verwirrung. Man schließt einfach so an, wie es war. Fertig.
wir hier den ersten Anschluss für den Lautsprecher. Dann haben wir hier unser Minusterminal. Und auf dieses Minusterminal fahren wir jetzt hier da von dem da drauf. Hier schon mal einen Schrumpfschlauch drauf. Wir schließen jetzt hier an diesen Widerstand dieses Terminal an, das Minusterminal. Versuche das hier wieder so schön drumherum zu wurzeln. Dann werden wir auch das hier anlöten. Wenn hier unten blank ist, ist oben schön isoliert, dann kann da nichts passieren. Gut ist. So, dann haben wir jetzt hier schon einmal Anschluss ans Minus. Und dann müssen wir natürlich hier, dann können wir langsam an dieses Terminal da oben denken. Dann werden wir das Terminal da oben jetzt belegen. Wir haben jetzt hier oben, auf der einen Seite geht das ja hier zu Plus für den Hochton und dann haben wir hier Minus für den Hochton. Das kommt da drauf. Zack. So, und gleichzeitig die Verbindung zu dem unteren Terminal, also da, wo das Ganze reinkommt, also hier. Ja, da haben wir auch ein M8 hier unten. Das kann man hier so unten durchführen, ein bisschen versteckt. Geht das überhaupt noch da unten durch? Da komme ich nicht mehr durch. Nein, zu spät. So, aber ich muss hier auch rein, da oben. Und wir brauchen auch noch Anschluss. Genau, wir müssen diese Spule noch anschließen. Diese Spule hier muss hier noch dran an das Terminal. Und dazu verwenden wir diesen hier, diesen kleinen Hörnchen. Alles eigentlich schon fertig. Schade, dass ich das hier nicht kann. Dass ich ihn noch runterquetschen. Die Leitung ist unten. So. Dann ist das hier jetzt beendet. Auf der oberen Seite. Dann ist das jetzt hier bombenfest. Und wir haben hier schon schön den Strom für den Hochton. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Terminals. Was liegt denn hier noch rum? Hier liegen noch Sachen rum. Oje, oje, da ist noch Zeug. Wo gehört das alles hin? So viele Sachen. Das ist jetzt hier der Anschluss für den Tiefton Minus. Das heißt, das gehört hier hin. Das ist jetzt hier der Anschluss für den Strom Minus. Das gehört hier hin. Das ist der Anschluss für den Strom Plus. Das gehört hier hin. Das ist der Anschluss für den Lautsprecher. Der gehört auch hier hin. Also wir können jetzt die Terminals montieren. Dann kann ich den Lötkolben ausschalten. Dann können wir das hier abschrauben. Und wir stecken das hier von innen durch. So. Und dann tun wir hier den Rot drauf. So. Dann haben wir hier den Haupteingang Plus. Die Leitung für Plus für den Tiefton nach unten. Ja, Tiefton nach unten. Genau, das war es eigentlich schon hier, oder? Mehr gibt es da nicht. Dann kann man hier schon zumachen wieder. Das ist eine fette Anschlussdings hier mit. So, gut. Und jetzt können wir das Minus-Terminal drauf machen. So, dann müssen wir hier wieder dieses Dings drauf. Beilagscheibe. Genau, und dann haben wir hier. Der ist jetzt hier zu lang ein bisschen. Der da. Dann haben wir hier den Minus für nach unten, für den Tieftonbereich. Und dann, wir haben hier den verpolt angeschlossenen Lautsprecher, Mitteltöner. Deswegen mache ich hier den Minus rot. Und dann hier noch den Widerstand. So. Und jetzt können wir das Ganze hier festmachen. So, das darf man eh nicht zu fest machen, weil das ist alles Messing hier. Wenn man hier zu viel brutal anzieht, dann ist das alles, das ist weich wie Butter. So, wunderbar.
Jetzt sind wir mit der zweiten Weiche, Mittelturnweiche, fertig. Und ja, diesmal ist es genau umgekehrt. Jetzt ist die Mark 2 eigentlich hässlicher als die Mark 1. Also die Mark 1 ist mir schöner gelungen. Das ist so, wenn die Kamera nicht mitläuft, dann fertig. Läuft die Kamera, egal. Ist sie nicht schön. Das ist die Mitteltonweiche. So, dann können wir jetzt hier auch gleich schauen, wo kommen jetzt die Löcher für den Lautsprecher. Genau, also ungefähr hier. Das heißt, wir werden hier. So. Aber das sieht ja eigentlich schon sehr cool aus. Also ich finde jetzt, dass, wenn man das so sieht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier ist Leder. Hier sind die Löcher, die Öffnungen, und dann hängt das hier so dran. Genau, und wenn man umdreht, dann hoho. Ja, und das war's. Genau, so sieht das aus. Das ganze Teil. Sehr schön. Gut. Ja, und jetzt brauche ich wieder Pause, weil das ist ziemlich anstrengend. An einem Tag zwei so Weichen zusammenbauen und löten und das Ganze noch filmen und zu quatschen. Macht müde, da brauche ich jetzt einen Kaffee. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Aber sie sind gebaut. Fertig. Weiter geht's beim Bass. Und weil wir jetzt schon so schön dabei sind, dann machen wir jetzt schnell noch den Tiefton. Die Tieftonweiche. Das geht jetzt ratzfatz. Jetzt haben wir schon Übung und wir wissen schon relativ genau, was wir wollen und wie wir es machen. Ja, legen wir los. So, dann werden wir jetzt damit beginnen, dass wir die Plusleitung hier an die Spule, an die 4,7 mH Spule anlöten. Fest drauf, wunderbar, fix. Dann haben wir hier schon mal einen schönen Schritt gemacht. Vielleicht verzwirbeln wir hier die zwei zuerst einmal, haben wir gesagt. Ah, sind die Nachbarn sind so laut, das ist echt. Also man muss das jetzt hier schon ein bisschen mittig halten, das Ganze. Also das ist jetzt nicht schön, was ich da jetzt gemacht habe. So, dann mal da ein Lötzchen drauf, dass das fest ist. Da kann man jetzt abzwicken hier. So, dann haben wir hier die zwei beieinander. Dann müssen wir die zwei zusammenkriegen. Aber das machen wir später, das ist jetzt zu viel auf einmal. Die drei müssen wir hier mit dem Lautsprecheranschluss noch zusammenführen. Genau, das heißt, wir brauchen einen Lautsprecheranschluss. Lautsprecheranschluss, den machen wir ungefähr so. So lang, ja genau. So, Lautsprecheranschluss. Und der Lautsprecheranschluss ist natürlich Plus jetzt hier. Die sind richtig gepolt, also die Bassmembranen sind richtig gepolt. Plus auf Plus, das heißt, das machen wir jetzt hier schön rot. Ich drehe das Ganze jetzt um, dann seht ihr das besser. Die Aufgabe ist jetzt dann hier, das alles hier zusammen zu löten, diese Spule, die zwei Kondensatoren und den Plus-Lautsprecheranschluss. Genau, aber bevor wir das machen, ich drehe das wieder um und wir machen jetzt einmal die Spulen fest. Schauen wir mal nach, wie das aussieht, wenn ich das hier so mache, so ungefähr. Doppelt hält besser. Und jetzt drücken wir das nach unten. Möglichst gerade, wenn es geht, bitte. Ja. Nicht so schief wie ich. So. Genau. So, und dann haben wir hier unsere schöne, dicke, fette Spule mit dem Plusanschluss.
Machen wir noch schnell die zweite Spule fest. Und vielleicht machen wir auch hier den hier ein bisschen fest. So, machen wir das hier fest. So, also ist das hier fixiert und kann das dann immer so rumfliegen. Der nächste Schritt ist jetzt hier diese Spule festmachen. So, einmal hier angeknallt. So, haben wir das schön angetackert. Aber jetzt diese Spule ist so, die sind so schwer, diese Spulen. Dann können wir jetzt hier den Äumel da einkleben und festmachen. Diese Spule ist bombenfest und wenn wir es richtig gemacht haben, spulen auf gleiche Höhe. Und jetzt werden wir noch die Kondensatoren und den Widerstand hier festmachen. Und wie gesagt, die haben überhaupt kein Gewicht. Die werden wir hier mit einem einzigen. Das Problem ist, ich kann jetzt hier mit dem Tackerding nicht mehr ranfahren, weil hier ist schon alles voll. Das hätte ich also beim nächsten Mal zuerst das in der Mitte festmachen und dann die Spule. So, dann machen wir hier einmal hier fest. Das ist echt schwierig. Machen wir schief. So. Genau. Dann haben wir hier praktisch die zwei, die müssen sich hier treffen. Gleich zusammenlöten, dann ist das erledigt. Dann haben wir das hier fixiert. Dann können wir das schön nach unten biegen, dass das aus dem Weg ist und uns hier nicht mehr stört. So, das heißt, wir haben hier Plus rein. Dann kommen wir hier zum Anschluss von dem allen zusammen, wo alles zusammenkommt, mit unserem Plusanschluss. Das ist dann hier. Und von hier aus müssen wir hier rüber zum Minus. Der 150 Mikrofarad Elko kommt hier heraus und trifft sich hier mit der 22 mmHg Spule bei Minus. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir hier zumindest die zwei verzwirbeln, dass das hier schon mal ein Stresspunkt weniger ist. Dann haben wir hier jetzt diese 4,7 mmHg fette Kernspule und wir müssen die zwei jetzt hier zusammen mit dem hier zusammenbringen. Dann ist das alles gut hier. So, dann haben wir jetzt das hier schön. Zusammengeflossen. Und ich habe hier den Plusanschluss. Gut, dann brauchen wir jetzt den Minus, die Minusverbindung von dem 150 Mikrofarad Elko mit der 22 mmHg Spule zum Minus Lautsprecher. Das realisieren wir jetzt mit einem Kabel. Die Frage ist nur wie. Am besten untenrum, da, so her und verbinden uns da mal mit dem Elko auf Minus, kommen dann da raus. Genau, dann kommen wir hier so raus. Und dann machen wir hier noch das hier noch so dazu. Genau, dann machen wir jetzt hier einen kurzen schwarzen Schrumpfschlauch drauf, dass das einfach vollkommen klar ist. Hier ist Minus. Genau, und jetzt mit diesem Kabel können wir hier anschließen und auf der anderen Seite bei der 22 mmHg, wir müssen auch Minus nach oben. Also wir müssen uns den Minus erst reinholen. Das kann man eigentlich auch hier anschließen. Ist wirklich egal, wo wir das jetzt anschließen. Damit wir Minus rausgehen.
Dann machen wir das hier, dass wir hier die zwei gemeinsam an die Spule anschließen. Dann kommt hier alles zusammen. So, dann habe ich das jetzt hier zusammengezwirbelt. Dann werden wir das jetzt hier kurz verzinnen. Und dann werden wir das hier zusammenlöten. Das müssen wir jetzt leider ganz einfach machen, ohne viel. Ich mache das jetzt hier komplett flüssig. Dann mache ich jetzt hier schnell einen Schrumpfschlauch drüber. Dann fahre ich hier unten durch. Und jetzt verbinden wir das Stück hier mit diesem Kondensator. Da werde ich das jetzt hier kürzen. Isolieren und somit ist jetzt hier dieses Kabel der Anschluss nach minus nach oben. So, das haben wir hier. Das ist nicht schön, das gefällt mir jetzt gar nicht. Jetzt müssen wir das hier fest fixieren. So, und dann haben wir hier den Anschluss für minus nach oben zum Mittelton. So, gut, dann können wir das Ganze nochmal durchgehen. Wir fahren hier bei Plus rein, direkt. Wir fahren hier und die 22. Und die gehen auch auf Minus. Hier haben wir dann die Bassmembran und hier geht es mit, ist der Minusanschluss von Mittelhoch, Mittelton. Ja, das ist eigentlich sehr simpel, das Ganze. Das ist eine Art Saugkreis hier, die drei Teile. Und das ist hier der Tiefpass. Der Tiefpass ist der 150er und die 4,7. Gut, das ist die Tiefton-Frequenzweiche fertig. Super. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist die Bassweiche fertig. Das ist vielleicht nicht ideal. Vielleicht hätte ich hier auch ein Terminal machen sollen, wie beim Mittelton. Hier so ein Messinggewinde, eine Gewindestange. Um Minus zusammenzuführen hier an der Spule das Ganze. Bei der zweiten wird es vielleicht besser. Aber auf jeden Fall haben wir das jetzt fertig. Das heißt, ich kann jetzt hier die ganze Anlage auflegen. Dann haben wir hier den Mittelton und hier haben wir den Hochton. Genau, dann haben wir hier jetzt schön, kann man das sogar zusammenstecken. Ist das nicht süß? Genau. Dann haben wir jetzt hier schön die ganze Kette liegen. Das wird dann an den Rücken, an die Rückwand von der Silenus Faber montiert. So, dann seht ihr das jetzt hier noch einmal schön, das Ganze. Und man kann gut sehen, wir kommen hier bei diesen zwei Kontakten kommen wir herein. Und hier schließt der Mitteltonsprecher an. Hier schließt das Basschassis an. Und hier schließt der Ringradiator für den Hochton an. Und wir können das hier verbinden, wenn wir das an den Lautsprecher montieren. Das Ganze, ja. Na wunderbar. Die größte Frequenzweiche, glaube ich, der Welt für einen ganz normalen Dreiweg-Lautsprecher. Jetzt wird wahrscheinlich so, manch einer wird jetzt sagen, der spinnt ja komplett, der ist ja verrückt, der Typ. Der macht hier drei solche riesen fette Bretter, nur damit er ein paar Spulen voneinander wegbekommt, dass die nicht zu nahe dran liegen. Und ja, er hat recht, ich bin verrückt, aber ich liebe es. Das ist genau das, was mir gefällt. So viel zum Thema Weiche. Ich hoffe, euch hat diese ganze Weichenbauerei gefallen und ihr seid jetzt nicht irgendwie schon an einem Hirntod gestorben, weil das so langweilig ist und so kompliziert oder nicht kompliziert oder einfach vielleicht seid ihr total unterfordert. Ich habe mich halt jetzt, ich habe mich wirklich bemüht, das so zu machen, dass es wirklich jeder nachvollziehen kann. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen von einem Schaltkreis hier, von einem Schaltbild auf die Teile geht, dann wird man mit dem, wie wir es jetzt hier gemacht haben, eigentlich auch andere Weichen zusammenbringen. Ja, das ist eigentlich Anleitung für Leute, die sowas noch nie gemacht haben. Das war eigentlich jetzt Sinn und Zweck der Sache. Ich hoffe, euch hat das gefallen und natürlich weiß ich, man kann das immer besser machen. Also das ist schon klar. Also
Vielleicht wird der eine oder andere einfach die vorgefertigte Weichenplatine nehmen, das Zeug einfach drauflöten und fertig ist. Ne? Ist natürlich auch eine Lösung. Dauert vielleicht nur das Zehntel von der Zeit, die wir hier jetzt verbraucht haben. Aber hier, das war auch ein kleines Lehrstück für die, die es interessieren. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ich verweile ja eigentlich schon längst in China. Ich bin ja schon gar nicht mehr da. Das ist nur mein Avatar, den ihr hier seht. Und ja, dann schauen wir mal, was als nächstes gibt. Ne? Alles Gute und bye bye. Ciao, pfiat euch. Wir haben jetzt die ganzen Frequenzweichenteile hier aufgebaut, weil bevor wir das jetzt in den Lautsprecher einbauen, müssen wir das natürlich testen. Das heißt, wir stecken hier einfach alles mal zusammen, die ganzen Treiber, Chassis, die Frequenzweichenteile und hängen einen Verstärker dran und spielen mal und schauen, ob das Ganze funktioniert. Jetzt haben ein paar Leute kommentiert, wenn man hier Widerstände direkt an die Kondensatoren dran schnallt, dann baut man quasi eine Kondensatorheizung. Ja, und da habt ihr eigentlich recht. Weil, wie wir alle wissen, Kondensatoren mögen es nicht warm. Das heißt, ein Kondensator, der soll eher kühl sein. Und tja, also wenn jetzt hier so ein Widerstand heiß wird, dann würde das dem Kondensator natürlich schaden. Das heißt, eigentlich sollte man vielleicht jetzt hier ein bisschen einen Abstand lassen. Aber ganz ehrlich gesagt, ihr wisst doch, ich bin ein total cooler Typ. Oder? Das wisst ihr doch, ja? Deswegen glaube ich auch, dass diese Widerstände ziemlich cool sind. Und um das festzustellen, werde ich jetzt hier das ganze Teil eine Stunde lang mit an der Hörschmerzgrenze spielen lassen und dann werden wir die Temperaturen einfach ablesen. Was haltet ihr von der Idee? Das machen wir jetzt. So, da haben wir jetzt alles schön zusammengefrickelt. Hier ist der Mittelton. Geht hier. Da ist der Hochton. Hier gehen die Kabel zum Hochtöner. Hier haben wir den Bass. Hier gehen die Kabel zum Bass hinüber. Ja, der schläft noch. Das ist sehr laut. So, das Ganze spielt jetzt seit einer Stunde und mir tun die Ohren weh, wenn ich da in ein Zimmer reinkomme. Und jetzt haben wir hier immer noch 22 Grad Raumtemperatur oder 21,8. Dann schauen wir hier auf diesen Widerstand. Okay, der kommt auf 23,5. Kommt der Widerstand. Das Brett selber 21,8. Die Kondensatoren daneben 23, ja. Dann schauen wir hier, der Tisch ist nach wie vor 21,5, der Widerstand hier, der hat sich überhaupt nicht erwärmt, also der ist immer noch genauso, der ist immer noch kalt. Dann schauen wir hier den, der hat sich um 0,6 Grad erwärmt. Na, also 0, naja, nix ist, oder? Ja, nein, das sind 22, 0,3 Grad. Diese Geschichte da beim Hochton, da bei den beiden Widerständen hat sich gar nichts. Also wenn man hier genau drauf hält auf diese zwei Widerstände da, die Köpfe. Und auch wenn ich jetzt hier mit den Fingern rangehe, die sind eiskalt. Also da tut sich jetzt überhaupt nichts, wenn ich da mit dem Finger fühle, die sind eiskalt, also die haben 20 Grad, also die haben diese 21 Grad vom Raum, die haben Raumtemperatur. Also der einzige Widerstand, der hier ein bisschen wärmer geworden ist, ist der vom Bass, vom Bassantrieb. So, von Bassfrequenzweiche und da haben wir hier 1 Grad. Haben wir 1 Grad Erwärmung, wobei ich, wenn ich jetzt mit dem Finger drauf gehe, ist das immer noch, das ist kalt. Also mit den Fingern fühlt sich das wie ein kalter Stein an.
Ich glaube, das mit der Kondensatorheizung, das können wir vergessen. Das Thema ist irrelevant. They are so noisy there with the children. This is so. He always discuss with his mother. Yeah, das geht so, das geht so. And she, wenn du das so machst, dann so machst.